Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Lucida und begrüße euch wieder herzlich zu einer Runde Transport Fever 2. Und ich habe hier gerade in Raunheim, ein bisschen selbst rumgebastelt an der Kreuzung. Da habe ich schon viel gemacht, weil ich mich so ein bisschen geärgert habe, wieder mal, was hier so los ist. Ich habe festgestellt, dass der ganze Stau, den es hier so gibt, in Hedstedt, Raunheim, Fossen, was weiß ich. Was war denn hier? So. Nicht vor und raus. Genau, also dieser Stau, den es hier gibt auf dieser großen Straße hier, der zieht sich hier so durch. Und der liegt zu einem großen Teil, glaube ich, oder lag an dieser Kreuzung hier. Oder allgemein nicht an dieser Kreuzung, vielleicht an dieser Kreuzung hier und an dieser Kreuzung. Das Problem war, dass hier ganz viele Leute immer hochgefahren sind und dann links abgebogen sind. Und wir haben damit alles aufgehalten irgendwie. Es hat sich ständig Rückstau gebildet, also richtig heftiger. Und deswegen habe ich überlegt, wie kriege ich jetzt diese beknackten Linksabbieger da weg. Ganz wird mir das nicht gelingen, weil das Spiel das ja nicht erlaubt. Aber ich habe mir jetzt gedacht, oder ich habe jetzt hier so eine Brücke gebaut und die Kreuzung verändert. Die jetzt von hier unten kommen und links abbiegen wollen, die müssen jetzt theoretisch über die Brücke fahren. Und dann hier drauf. Gut, machen wir dann Ampel. Keine Ampel, gut. Und hier geht es an der Einbahnstraße darüber nach rechts, also... Die nach links wollen, die sich hier befinden und nach links wollen, für die ist der kürzeste Weg hier über die Brücke und dann da drauf. Und die nach rechts wollen, die können hier entlang fahren. Und ich glaube, es tut sich schon was. Hier fahren natürlich trotzdem welche entlang. Und ich glaube, es reicht. Es reicht. So. Zugemacht, ihr Trottel. Die sollen die verdammte Brücke nutzen. Diese hier. Was ich auch noch gemacht habe, ist, ich habe viele Straßen hier klein gemacht. Genau. Ihr seht das alles, was blau ist, ist diese ganz kleine Straße, unattraktiv wie sonst was. Und ich habe versucht, nur die Straßen, die hier auf diese Brücke zuführen, größer zu machen. Also diese hier, das ist jetzt alles groß, hier ist alles klein. In der Hoffnung, dass die ganzen Trottel dann eben auf diese blaue Straße fahren, auf diese etwas größeren, und die führen sie dann zu dieser Brücke. Mal gucken, vielleicht hilft es was. Ja, hier ist jetzt überall verboten, dass die da links abbiegen oder dass sie da überhaupt drauf fahren dürfen. Von daher mal schauen. Vielleicht hilft es was. Wird man sehen. Ja, was wir heute machen wollen, ist ICE-Strecke bauen. Unser Eberhard nur mit. Haben wir schon zwei Eberhards hier? Wir haben zwei Eberhards. Wunderbar. Genau, wir machen jetzt unsere ICE-Strecke weiter. Letztes Mal haben wir hier in Leimen das vorbereitet. Wir haben einen Bahnhof gebaut. Und hier ein Gleis freigehalten, wo dann der Eberhard reinfahren kann. Hier habe ich schon Schienen hingelegt. Die hören jetzt hier auf, weil ich noch nicht genau wusste, wo geht's weiter. Also da unten wollen wir hin. Ich glaube, ich hatte mich noch nicht letztendlich entschieden, ob ich jetzt in Stockach anhalten will oder nicht. Ich glaube, wir lassen das. Ich glaube, wir fahren direkt vorbei. Zwischen Steinbruch und Bauernhof durch und dann hier so runter. Wir könnten überlegen, ob wir vielleicht in Hameln anhalten sollen. Es ist halt einfach nur so ein Ort, der niemand interessiert eigentlich. Oder vielleicht als Kompromiss hier zwischen anhalten, zwischen Bad Tölz und Hameln irgendwie. Passen wird es ja schon. Und dann fahren wir hier rein. Die 82 wird er hier, glaube ich, sowieso nicht erreichen, der gute Zug. Ich hätte gerne Stocker angebunden, weil das halt eine relativ halbwegs große Stadt ist hier. Ja. Ja, weiß auch nicht. Andererseits... da ist doch recht voll. Vielleicht spendieren wir mal hier diesen Zug, der da fährt. Berglinie Süd, dem Friedrich. Ein bisschen Liebe, wie der Marcel Kaul, glaube ich, sagen würde. Insofern, dass wir das noch ein bisschen vergrößern, was da fährt. Geliebt wird der? Oh, wird er nicht. Ja, jetzt wird er geliebt. Vielleicht holen wir uns doch einen, weil das wird sich, glaube ich, lohnen. 617 Leute wollen da hochfahren. Was haben wir da für einen Takt? 5 Minuten? Ja, da passt noch ein Friedrich rein, würde ich sagen. Wir klonen ihn mal. So, hallo neuer Friedrich. Oh, ja, ich sehe es, der hat jetzt den normalen Unterhalt. Ich dachte früher immer,
wenn ich das hier für die Linie einstelle, den Unterhalt, dann gilt das für alle in der Linie, egal, ob da jetzt noch einer dazukommt oder nicht. Ich dachte, es gilt dann halt für die gesamte Linie, aber es ist nicht so. Den müssen wir extra machen. Sowas. Ja, der Wasserkauer hat das schon vor einer Weile mal gesagt, aber ich habe immer nicht so richtig drauf geachtet. So, Friedrich Nummer 6. Gut, also, die haben jetzt neue Züge bekommen und wir fahren hier dran vorbei und wir halten, glaube ich, auch nicht unbedingt hier an. Ich weiß nicht, was das bringen sollte. Die sehen glücklich aus. Wir fahren jetzt hier irgendwie entlang. So, also, jetzt geht's da mal los. Da gucken wir mal hier in die Höhenkarte rein. Wir fangen hier auf 10 Metern an. Oh, Schande, ey. Sind hier auf 200 Meter hoch. Höhe. Da geht's wieder auf 180 runter. Oh Gott, das kann was werden hier. Ja. Wir machen mal ein kleines Experiment. Wir versuchen mal einfach, was passiert, wenn ich das jetzt hier dranhänge. Und unten anschließen. Was? Und unten anschließen wir schon mal. Mal gucken, wie er diese Linie vorschlagen würde. Falls das Spiel dann nicht abstürzt hier. Ich glaube, vielleicht findet er gar keine Lösung dafür. Das ist vielleicht ein bisschen zu kompliziert. 81 Millionen will er haben. Oh, neue Busse. Sehr schön. Er findet eine Lösung für 93 Millionen. Er baut einen Tunnel. Du langweilst mich zu Tode. Ja, er baut einfach nur einen Tunnel. Das ist langweilig. Nee, liebe Leute, das machen wir nicht. Wir versuchen einen Mix aus Tunnel und Brücke zu bekommen. Es wird ein bisschen schwierig, weil wir halt dieses Hochland hier haben. Das sind die richtigen Highlands hier. Oder wir gehen nicht hier durch, sondern kommen hier wieder raus, rauschen hier dann vorbei im Tal mehr oder weniger. Das müsste eigentlich gehen. Dann wird wir hier die höchsten Hügel hier umgehen, die dunkelgrünen. Vielleicht bleiben wir auf 120 Meter. Oder 130 irgendwie so. Das scheint hier zu gehen. Okay, ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir auf 130 Meter kommen. Und alles, was drüber ist, machen wir dann mit Tunneln irgendwie. Oh mein Gott, das kann das ja nicht. Ich drücke mich schon seit 40 Folgen gefühlt hier drum. Aber gut, manchmal muss es einfach sein. Da kommt die erste Brücke. Was war jetzt mit dieser Bahnstrecke? Steigung ist nicht so groß. Jetzt sind wir auf 130 Meter, da wollen wir hin. Oh mein Gott. Das kann was werden hier. Ja, so kommen wir hin, 127 Meter, steil bergauf. Und hier haben wir jetzt einige unschöne Kreuzungen. Kommen wir noch ein bisschen höher, was meinst du? Höher geht's nicht. Oh, hier ist auch einiges los auf diesem kleinen Feldwaldweg hier. Hört er hier auf? Was ist das hier für eine Straße? Ich soll gleich mal gucken, was da los ist. Gut, ich würde sagen, wir bauen das mal. So, jetzt sind wir da. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir jetzt hier klarkommen mit dieser Ecke. Ah, nee, ist alles Feldweg. Sah nur gerade so komisch aus. Da ist ja einiges los hier auf diesem Feldweg. Krass. Gut, was machen wir mit unserem Krokodil? Ist das denn die richtige Richtung hier? Ja, wir waschen hier, so können wir eigentlich auch den Stocker doch noch anhalten, oder? Ja, jetzt sind wir schon da.
Der wird hier eh keine 280 schaffen, weil es hier bergauf geht. Der kann aber auch hier anhalten. Das könnten wir eigentlich machen. Hier haben wir schon die Durchfahrt für den Kolumbus oder was ist das? Christopher, der bringt hier Werkzeuge irgendwie durch. War aber ja echt anhalten. Jetzt habe ich denen schon neue Züge spendiert. Es wäre ja fies, denen vor die Nase so eine ICE-Strecke zu bauen und keiner hält an. Na gut, komm, wir machen das. Wir bauen da eine fette Strecke dran. So einfach ist es ja nicht gemacht. Du willst ja den Bahnhof auch noch vergrößern. Shit. Was denn? Du machst mich krank. Trottel. Ja, das ist ja vergrößert. Unser ICE passt da natürlich nicht dran. Wobei, wir müssen nicht den gesamten Bahnhof vergrößern. Wir können auch nur die ICE-Plattform vergrößern. Erstmal ausbesten, wie groß die hier sind. Meter, wir müssen aber 320 Meter lang werden. Oh mein Gott! Hat aber jemand dran gedacht? Wir müssen die verdoppeln. Oder? War das so? Oder wie lange ist aber der. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie lange der ICE ist. Komm mal her, wir gucken mal kurz. Meter brauchen wir. Wunderbar. Oder war das. Das war kmh? 282 Meter. Okay. Oh Gott. Ja, das Teil wird doppelt so größer. Wir müssen also grob geschätzt bis zu dem Signal hier ausbauen. Ach du Schande. So, so sieht das jetzt aus. Ist ein bisschen was Größeres geworden. Was ist da los? Sieht merkwürdig aus hier. Das überlappt hier irgendwie so ein bisschen. Ja, keine Ahnung, irgendwie habe ich das gemacht. Es hat jetzt auch viel geruckelt, also da hat er ungern gebaut hier. So, jetzt haben wir für Stocker einen ordentlich großen Bahnhof. Ich muss jetzt nur noch den Zug da reinstecken. Und wir brauchen hier trotzdem eine Lösung. Und das wird gar nicht so einfach. Hier fährt das Krokodil. Und wir müssen mit dem Krokodil ja hier schon wieder auf die entsprechende Höhe gekommen sein. Das heißt, wir können das jetzt gar nicht so wahnsinnig weit runter packen irgendwie. Vielleicht machen wir das mal so, dass wir das Krokodil hier möglichst runterziehen. Und den ICE möglichst hoch drüber. Vielleicht reicht es dann. Erstmal weg. So. Das ist natürlich eigentlich schon wieder zu viel, weil das hier jetzt wieder nicht passt. Mist. Okay, dann müssen wir es anders machen. Wir ziehen hier ein Stück runter, das auf gleicher Höhe bleibt. So. So, jetzt passt das hier und jetzt ziehen wir das hier einfach lang und dann, oh Gott. Hoffe ich, es zeigt erwartete Resultate. So, weiter runter geht's nicht. Diese Kreuzung, ey. Da graut's mir noch. Ich hoffe, da haben wir nicht noch mehr davon. So.
So, jetzt gucken wir mal, ob wir mit dem da irgendwie drüber kommen. Steigung ist ihm zu groß. Der macht da gar nichts, ey. Der kommt da nicht höher. Da geht er nicht höher. So wird's gehen. So wird's gehen. Gerade so irgendwie. Steil bergauf. Der arme ICE, der denkt, der wird hier in die Luft geschossen. Alter. Na gut. Haben wir jetzt genug Höhe? Wir können auch noch hier über diesen Feldweg rüber. Oder auch nicht. Na komm, guck mal. So, was sagen wir dazu? Nein! Das darf nicht wahr sein, das sieht unmöglich aus. Aber das macht nichts. Wir können das so machen, wir nehmen einfach nachher den Weg und ziehen ihn hier irgendwie durch. Das müsste ja gehen. Der Weg ist mir jetzt auch wirklich nicht so wichtig. Hauptsache, die Strecke hier wird ordentlich. Jo, machen wir den ganzen Weg dahinter wieder in Ordnung. Das ist ihm, glaube ich, zu knapp. So geht's. Jo, wunderbar. Also, ja. Nicht schön, aber selten, würde ich sagen. Passt, mehr oder weniger. Und unser ICE ist jetzt schon hier wieder angekommen. Das heißt, ach, das ist doch gut. Wir könnten also schon eine weitere Teilstrecke theoretisch in Betrieb nehmen. Ich werde jetzt mal das zweite Gleis noch legen. Gut, also die Strecke ist jetzt soweit okay. Mann, Mann, diese Straßengeschichten hier. Das, gut, es muss halt sein, sowas. Wir lassen jetzt auch noch nicht den Zug drauf fahren in Eberhard. Wir machen einfach erstmal weiter, würde ich sagen. Wir haben weiterhin Spaß. Und ich lasse euch heute komplett dran teilhaben. Ich werde das jetzt hier nicht so wirklich rausschneiden, wie ich das sonst immer mache. Ihr sollt sehen, was für einen Spaß ich hier mit habe. Mit dieser ICE-Strecke. So, gucken wir mal weiter. Wir sind jetzt hier auf 109 Meter Höhe. Da haben wir 160. Oh Gott, 200 Meter. Gibt der mir hier bis zu 200 Meter? Ja, wie kommen wir jetzt hier irgendwie gut vorbei? 109 Meter. Das ist doch ärgerlich, echt. Hier sind wir bis auf 140 Meter hoch. Jetzt sind wir auf 109 Meter wieder unten. Vielleicht hätte ich das lassen sollen mit Stockach. Jetzt fällt mir jetzt ein, ich weiß. Ich hätte das lassen sollen. Das ist Mist. Sind wir so weit unten und müssen erstmal wieder hochkommen. Mann, das ist doch keine Bergziege. Liebe Leute, ich reiß das wieder ab. Wir halten nicht in Stockach an. Das ist doch Mist. Wir halten unsere 140 Meter Höhe und nehmen die und nutzen die. So, bis hierhin. Da sind wir dann. So, also. Pff. Diese Zugstrecke wird mich wirklich in den Wahnsinn treiben.
So, wir bleiben jetzt auf unseren 140 Metern. Hast du gehört? 140 Meter, ja? Er soll gefälligst gerade fahren. Am Ort vorbei. Fies ist es ja schon. Ja. Jetzt sieht man hier gar nichts mehr. Er macht das. Er kriegt das irgendwie hin. Macht er da eine Brücke hin? Achso, wir haben hier so eine Senke irgendwie. Oh Mann. Gut, jetzt müssen wir gucken, wo haben wir die nächsten 140 Meter? Hier. Da etwas zu hoch. Oder wir waren jetzt hier im Tunnel. Ist halt dann einfach so. Ja, das ist alles so ein bisschen Überraschungsbau. Ich weiß auch nicht, was am Ende dabei rauskommt. Ich versuche das ungefähr zu machen, dass es auf der gleichen Höhe bleibt, so, aber garantieren kann ich es nicht. So, jetzt war das so, jetzt baue ich hier auf 140 Metern wieder irgendwie an und fahre dann möglichst schräg zu den Höhenlinien darunter. Oh, Schande. Was ist für Kuddelmuddel hier? Wo ist überhaupt hin? Uah! Da runter. Ja, wir müssen jetzt an diesem, oh Gott, an diesem ganzen Kuddelmuddel hier dran vorbei. Eine Bahnstrecke, zwei Bahnstrecken sehe ich hier. Oh. Hier funktioniert irgendwas nicht. Da stehen drei Züge nacheinander. Vier. Fünf. Fünf Züge stehen da. Okay, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vielleicht können wir den Schwung oder die Höhe nutzen, um da oben drüber zu fahren. Mit einer schicken Brücke. Das könnten wir versuchen. Da baut er jetzt Tunnel und Brücken. Das war abzusehen. Der arme ICE. Ja, wäre nicht schlecht, wenn wir jetzt hier den Schwung wirklich mitnehmen würden und über diese drei Straßen irgendwie, über diese drei Wege rüber flitzen könnten einfach. Das wird wahrscheinlich sogar notwendig sein. 114 Meter, 64 Meter, also boah, das ist ein heftiger Höhenunterschied. Also das wird eine fette, fette Brücke werden, glaube ich. Wir gucken mal. Oder wir gucken erst mal, was hier los ist. Was ist denn hier los mit euch? Wir haben hier einige rote Pfeile drauf. Einige. Brauchen wir die überhaupt? Die fahren hier rüber nach Bad Tölz. Und nein, wir brauchen die nicht. Mitnichten. Hier auch nicht. Wir haben die, ist der, oh Gott, wir haben die und die fahren hier, die sind komplett unterfordert. Die brauchen das überhaupt nicht. Na gut, der schon. Den verkaufe ich jetzt aber gleich, wenn er angekommen ist. Oder fährt der gerade los? Der fährt gerade los. Hm. Auch 20 Personen. Also besetzt sind sie schon. Da, der nicht. Die verkaufen jetzt. Tschüss. Die sorgen ja nur für Ärger. Ist zu viel. Die Strecke ist zu kurz für so viele Züge scheinbar. So. Eieiei. Zu viele Signale, zu viele Züge. Zu viele Hals. Ich glaube, wir hauen auch noch, den auch noch weg. So. Jetzt haben wir vielleicht zu wenig, aber ist egal. Zur Not würden wir da vielleicht mal einen einzelnen Zug machen, der, was ich, 60, 80 Leute transportieren kann. Und dann hätten wir noch einen Zug und das wäre nicht so schlimm. Gut. Wir stecken jetzt hier fest mit unserem ICE. Das wird eine lustige Mitfahrt, glaube ich. Haben wir jetzt da einen Tunnel? Wir haben da einen Tunnel. Und der ist auch recht lang, aber das war ja so zu erwarten gewesen.
Gut, dann gucken wir mal, ob wir da jetzt rüberkommen. Ich befürchte, dass wir übrigens die Strecke heute nicht mehr fertig bekommen. Cliffhanger-Alarm. Steigung ist uns zu groß. Warum sagst du sowas? Wir sind jetzt hier auf 68 Meter. Alles doch super. Da gibt's doch nichts zu meckern. Kommen wir da jetzt auch rüber? Das ist das Wichtigste. Ich fürchte, das macht er nicht mehr. Oh mein Gott, was ein Bauwerk. Und wir machen hier einen kleinen Schlenker. Oder wir machen hier einen kleinen Schlenker und quetschen uns hier da durch. So. Mal gucken, was passiert. Was ich jetzt nicht bedacht habe, ist, dass wir da noch ein zweites Kreischen hin müssen. Das geht auch, okay. Aha. Oh mein Gott. Also liebe Leute, das wird nicht einfach. Wir müssen jetzt hier eine heftige Kurve machen. Für ein ICE ist die schon heftig, glaube ich. Und darüber weiß ich... Ach du, was ich kann. Da hättest du auf einer Höhe bleiben können, oder? Junge, was machst du denn da? Jetzt passt. Okay. Okay, diese Kurve ist wirklich heftig. Ich bin sie ein bisschen rausgezogen. Gut, was sagen wir? Jetzt, der Rest wird einfach. Hier wollen wir hin. Stimmt gar nicht. Du meine Güte, das ist da ein weiter Weg. Hier wollen wir hin. Da oben sind wir gerade. Aber der Rest wird trotzdem einfach. Wir müssen hier wahrscheinlich einen Tunnel machen und dann ziehen wir uns hier einfach oben dran vorbei. Das passt schon. Wie, was? Er macht gar keinen Tunnel. Tatsache. Tatsache, er braucht hier keinen Tunnel. Es sah so aus, als bist du jetzt hier unten noch irgendwie ein Tunnel drunter durch. Aber das war der Wald, der mich hier getäuscht hat. So, wir schleichen uns hier dran vorbei. Es wird langsam. Ach, das schaffen wir noch. Wir schaffen den Anschluss noch. Und nächstes Mal kann man den Zug drauf setzen. Meine Güte. Und dann fährt er die ganze auf den Damm hier. Warum machst du denn sowas, Freund? Gut, die Straße müssen wir kurz abreißen.
Okay, es ist geschafft. Der Anschluss ist geschafft. Wer hätte es gedacht? Also, das war was Größeres, liebe Leute. Unglaublich. So, ich baue jetzt hier noch die Straße dahin. So, das ist gemacht. Ich höre an der Stelle auch auf. Das ist jetzt wirklich alles ziemlich interessant geworden. Da werden wir nächstes Mal eine interessante Mitfahrt haben, glaube ich. Viele, viele Brücken. Viele lange Brücken auch. Das ist unsere interessante Stelle hier mit... Oh, hey Gott. Mein Gott. Hier ein Zug, hier ein Zug, hier ein ICE und hier noch Tram. Oh. Da habe ich, glaube ich, da habe ich nicht gut aufgepasst. Da hat einer eine Abkürzung gefunden. Unglaublich. Gut. Okay, also, meine Güte, hier ist die alte Trasse. Und da kommen wir irgendwann auch nach Leimen an. Das wird eine lange Fahrt und ich bin gespannt, wie gut unser ICE damit zurechtkommt. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nächstes Mal werden wir da mitfahren und uns das genau angucken. Und es wird bestimmt interessant. Liebe Leute, macht's gut. Habt einen schönen Ostersonntag. Und bis zum nächsten Mal. Eure Lucida. Tschüss.